Hallo lieber Krebs, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es nächste Woche bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentarfeld findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahresmonaten sowie Wochenlegungen und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, wo du diese Golden Art Nouveau Tarotkarten finden kannst. Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Ja? Zwillinge, mach dich für nächste Woche gefasst auf viel Luft im Magen. Ja, Fenchelsamen könnten hier ziemlich gut helfen. Ich habe das Gefühl, dass es sehr viel Luft gibt, dass du rauslassen möchtest, es aber nicht kannst. Es scheint mir, als ob du gewisse Dinge, die du sagen möchtest, für dich behältst. Und dadurch kann dann Luft im Magen entstehen. Ja, das ist so der Effekt von Psyche auf Körper. Das hat einen direkten Einfluss. Fenchelsamen werden euch helfen da, ja. Macht euch darauf gefasst, ihr könntet sehr viel Gas im Magen haben, viel Luft im Magen haben. Und ja, das kann dann zu unangenehmen Situationen führen mit Rülpsern oder so. Ja, einfach zur Information. Schauen wir doch mal, was die Karten sagen werden. Da bist du, vier der Münzen. Das war auch Thema in deiner Legung für die zweite Monatshälfte. Dort ging es aber um etwas anderes. Dort ging es darum, dass du dein Herz abblockst. Erlösung durch Blockierung heißt die Legung. Hier habe ich das Gefühl, dass es hier um Dinge geht, die du bewusst zurückhältst, die du nicht sagst. Du möchtest gerne etwas sagen, aber du hältst dich zurück. Auch um dein Herz zu schützen, natürlich. Es gibt hier Dinge, die du aussprechen möchtest, aber es nicht tust. Du beißt dir auf die Zunge sozusagen. Fünf der Münzen. Und die Gegenseite verzweifelt, weil du nicht redest. Krebs redet nicht mit mir. Vier der Münzen, fünf der Münzen. Dieser Mensch fühlt sich von dir komplett verlassen. Krebs. Und du sagst, es muss sein. Es muss sein, dass ich nichts sage. Okay. Krebs, wie lange bist du schon so ruhig, dass dein Gegenüber so zugerichtet ist von dieser Stille da? Wie lange hältst du das schon zurück, was du hier sagen möchtest eigentlich? Also deine Stille ist hier schon sehr laut, Krebs. Eine sehr laute Stille. Sieben der Münzen. Die Sache ist ja, mit vier der Münzen hältst du dich zurück. Die Gegenseite fühlt sich mit fünf der Münzen komplett verlassen. Und dann mit sechs der Münzen gehst du eigentlich so einen ersten Schritt auf diesen Menschen zu. Ja, mit sechs der Münzen. Aber du bist hier bei sieben der Münzen. Du sagst, ich gehe nie im Leben einen Schritt auf diesen Menschen zu. Du sagst, diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Münzen, die sind schon passiert zwischen uns und dann hat mich dieser Mensch hier so stehen gelassen. Wir hätten hier 10 der Münzen haben sollen. Stattdessen ist dieser Mensch hin zu etwas anderem oder jemand anderem. Von 7 auf 10 fehlen 3 hier. Wenn, dann muss dieser Mensch auf mich zukommen. Ich mache hier keinen einzigen Schritt. Du willst 6 der Münzen? Gebe ich dir nicht, sagst du mir hier. Also ich habe hier 1, 2, 3 Münzkarten und es betrifft die Liebe. Da wurden einige Versprechen gebrochen.
Ja, sehr große Enttäuschungen hier. Ziemlich destabilisiert. Der Turm. Ja. Soll es zusammenkrachen. Ist gut. Lass es zusammenkrachen. Die Karte ist beängstigend. Die Turmkarte macht einem manchmal Angst, aber man muss sich schon fragen, was genau hier zusammenkracht. Das ist nicht gerade ein Traumpaar, das ich hier sehe. Ja, das kracht zusammen. Es explodiert. Es kommt so wie an einen Punkt, wo es explodieren muss. Ja, es wird unerträglich. Diese Zurückhaltung deinerseits wird unerträglich für dein Gegenüber und dadurch gibt es hier eine Explosion. Fünf der Kelche. Und okay. Während hier deine Zurückhaltung dazu geführt hat, dass die Gegenseite hier sich vor allem in Bezug auf ihr Status verletzt gefühlt hat. Wie kommt es, dass Krebs nicht mit mir redet? Dann hat er ihr Status hinterfragt, Marktwert und alles. Merkt jetzt diese Person, ach du Scheiße, ich habe damals Krebs bei 7 der Münzen stehen gelassen, bin weg und dadurch habe ich nicht einfach nur jemanden verloren, der an mir interessiert war, weil ich einen hohen Marktwert habe. Nein, ich habe hier die Liebe verloren. Ich habe hier eine schöne partnerschaftliche Liebe verloren. Zwei der Kelche hier. Die drei Kelche hier, die hier umgeworfen sind. Ja, das ist von damals, diese Geschichte da. Das ist umgeworfen. Wo auch immer dieser Mensch hingegangen ist, es ging kaputt. Ja. Und jetzt merkt dieser Mensch, ach du Scheiße, ich habe jetzt hier nicht nur einen Interessenten für ein interessantes Objekt verloren, ich hab die Liebe verloren hier. Dieser Mensch scheint jetzt zu realisieren, dass es hier um eine wichtige Herzenssache geht und nicht einfach nur um ein Stolzding. Ach, der Schwerter. Was tue ich jetzt? Von Krebs kommt kein Murks, ja? Vier der Münzen hier, ach, der Schwerter hier, doppelte Energie. Von Zwillinge kommt nichts. Zwillinge redet nicht mit mir, Zwillinge ist nicht mehr an mir interessiert. Was tue ich jetzt? Das fühlt sich schon sehr angespannt an, finde ich. Also spürt ihr das auch so, diese Spannung hier? Wegen diesem enormen Rückzug hier? Diesem Ich sag nichts? Schauen wir mal weiter. Ich werde mit den gleichen Karten werde ich eine weitere Reihe ziehen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Krebs, werde ich fragen, was du noch nicht über dein Gegenüber weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte. Dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye bye.